Seit 6 Uhr heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt. Und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Bitte! Ja, und damit ein Moment. Damit ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Detroit Become Human Part Nummer 31. Ja, das lief generell nicht so traumhaft gut bei uns tatsächlich. Das war ein bisschen blöd. Was will man sagen? Wir haben es richtig gemeint, haben es teilweise verkackt. Scheiße, blöd. Aber wir versuchen nochmal das Beste irgendwie rauszuholen. Es haben bisher alle überlebt. Ich bin stolz auf uns. Wurde der Anführer der Abweichler festgenommen? Der Anführer der Abweichler wurde noch nicht gefunden, aber wir werden ihn bald haben und neutralisieren. Madam President! Okay. Eine Ladung medizinisches Kobold soll verschwunden sein. Angeblich wurden auch Armeewaffen gestohlen. Können Sie das bestätigen? Mir liegen dazu keinerlei Informationen vor. Madam President! Okay. Madam President! Eben. Bitte. Ach, krass, Alter. Hacking. Stimmt es, dass Androiden unsere IT-Systeme hacken können? Wie Atomkraftwerke und Militärbasen? Alle Androiden in sensiblen Bereichen wurden neutralisiert und alle IT-Systeme wurden sicherheitshalber unterbrochen, um Hacking zu verhindern. Die Situation ist unter Kontrolle. Okay. Madam President! Ist das wirklich so? Madam President! Ah doch, ich will das wissen von CyberLife. Was passiert jetzt mit CyberLife? Werden Androiden jetzt verboten? Wir arbeiten sehr eng mit CyberLife zusammen, um alle Abweichler zu neutralisieren. Ich werde dazu keine weiteren Kommentare abgeben, bis wir die Androidenfrage gelöst haben. Danke. Das wäre alles. Oh wow. Ich hätte auch noch ein paar Fragen. Aber wenigstens schmeckt der Tee gut. Geil. Ich frag mich nur, mit wem jetzt... Ach so, stimmt ja, wir wollen ja... Die sind aber auch crazy, da jetzt einzumarschieren. Connor, Modell 313-248-317. Ich werde erwartet. Identifikation erfolgreich. Stimmt, da war ja was. Okay. Ich frag mich jetzt... Bitte sehr. Ist da auch ein Androide da jetzt gerade da vorne? Oder? Alter, das ist ein ziemlich geiles Tor jetzt. Ohne Scheiß. Cool. Das ist ja richtig nice. Stimmt. Wir sind ja... Stimmt. Connor macht das ja alleine. Boah, shit. Ich bin gespannt, wie das wird. Fuck. Das kann doch eigentlich nur in die Hose gehen. Na gut, wir probieren es einfach mal. Mehr schief gehen kann es ja nicht. Alter, was ein riesen Gebäudekomplex. Krass. Ja, mit der Sicherheit. Ich weiß ja auch nicht, ob das jetzt hier so... Boah, mir würde das Piepen ja auf die Eier gehen die ganze Zeit, gell? Mir nach. Wir begleiten dich. Danke. Aber ich kenne den Weg. Vielleicht. Aber ich habe meine Befehle. Ah, fuck. Boah, ist das riesig. Jetzt mal ohne Scheiß, wie cool. Ah, ich werde komplett begleitet. Ja, ich werde komplett begleitet. Super. Sind das jetzt die Menschen oder sind das auch Androiden? Das weiß ich nämlich jetzt gar nicht. Ich würde jetzt einfach sagen, wegen dem Scan-Vorgang eben. Ja. Ah ja, doch. Nee, keine Ahnung. Ah ja, okay. Okay. Alter, wie geil das hier einfach aussieht, gelle. Fuck. Ist das schön.
Ich bin echt ein bisschen platt, wie hübsch das aussieht. Krass. Ja, PlayStation zaubert halt wirklich geile Grafik, muss man halt sagen. So, was war das jetzt? Ich kann mit dem Dings hoch und runter gehen. Ist das nicht aber auch ein bisschen assi, da so andere Androiden als Statuen quasi abzustellen? Irgendwie schon, oder? Das sollen einfach die Modelle gezeigt werden. Agent 54, Ebene 31. Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert. Okay. Ebene 31. Schalte die Wochen aus und stoppe den... Alter, wie soll ich denn das machen? Vorkonstruieren. Was ist das? Scheiße. Das ist schlecht. Na komm schon. Perfekt. Sehr gut. Dann hätten wir das nämlich. Haben wir noch irgendwas, was wir machen müssen? Hier ist nix. Hier ist auch nix. Ich guck mal, was bei dem Bedienfeld passiert. Hey, oh, nicht Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Okay, das hat nicht geklappt. Was ist mit Vorkonstruieren? Hopp. Ah, Vorkonstruieren. Ich bin so dämlich. Ja. Ach, Mann. Ich habe jetzt an irgendwas Technisches gedacht, wisst ihr? Ja. Das ist gut, aber wir können doch bestimmt noch mehr machen, oder nicht? Scheiße. Fuck, wir sind fast da. Ja, dann müssen wir es ausführen. Oh, shit. Scheiß Quicktime-Events. Furchtbar. Oh, no. Hoppala. Ich bin oben. Oh nein. Der Abweichlerjäger wird selbst zum Abweichler. Ein kläglicher Versuch, Connor. Dachtest du wirklich, du könntest unsere Androiden so leicht kompromittieren? Ich hatt's gehofft. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Man wird dich abschalten. Oh! Scheiße! Der nächste Bus fährt in 20 Minuten. Das lässt uns nicht viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. Fuck! Ich war zu spät! Fuck! Das war scheiße. Das ging voll in die Hose. Connor ist tot. Das scheiße. Fuck. Scheiße. Ja, gut. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ist jetzt passiert, ich kann es nicht ändern. Es tut mir leid. Nicht geplant gewesen. Ja, dann, weitermachen. Alles in Ordnung? Fuck. Mir ist so kalt. Ja, das lass mir eingeschaltet. Was soll das denn? So, der letzte Dings fährt in weniger als 20 Minuten. Da müssen wir uns beeilen. Wenigstens das müssen wir schaffen. Oh, da liegt eine Knarre? Oh, shit. Warum liegt da eine Knarre? Oh, nein. Ja, gut, dass wir die Wahl haben, nicht die Wahl haben, die Waffe zu nehmen. Sondern die nehmen müssen. Finde ich gut. Diese scheiß Quicktime-Events. Ohne Mist.
Na komm. Lass uns gehen. Oh nein. Was sollen wir jetzt tun? Wir müssen weiter, wenn wir den Bus kriegen wollen. Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihn vorbeischleichen. Ist das so? Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es. Ist das so? Okay, wo kann ich mich denn noch verstecken? Schleichern den Soldaten vorbei. Okay. Vielleicht kriegen wir das wenigstens hin. Ich friere mir den verdammten Arm ab. Das wird Wochen dauern, diese Scheißstadt zu säubern. Ich glaube, wir sind hier noch lange nicht fertig. So, oh, okay. Da sind überall Soldaten. Ja, ich merk's. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, wir müssen erstmal warten, bis er da fort ist. Wo kann ich denn sonst noch hin? Nirgendwo. Ich kann nur hier hin. Aber da ist doch... Okay, die sehen uns vielleicht nicht. Beeilung, rein da. Oh, fuck. Da kann ich mich verstecken. Wo soll ich... Da hinten muss ich hin. Da stehen welche. Da sind welche drin. Ich kann es mal probieren. Ja, okay. Da drüben. Das ist Loser. Oh, nicht dein Ernst. Wir können nichts tun, Alice. Die Soldaten sind überall. Wir können ihn nicht hier lassen. Oh, fuck. Wir werden ihn töten. Oh, fuck. Fuck! Okay, gehen wir. Und wie soll ich das machen? Hey, Kumpel. Das ist ein Irrtum. Ich bin ein Mensch. Ich will nur nach Hause. Meine Frau erwartet mich. Und wir müssen alle Zivilisten überprüfen. Das ist clever. Was? Okay, wir müssen schnell weg. Nein! Nein! Bitte! Ach, shit. Finde eine Waffe. Ich hab doch eine Waffe! Hab ich doch gerade aufgenommen! Was soll ich machen? Langsam. Das hat geklappt. Kara. Und meine Batterien sind fast leer. Du hättest dein Leben nicht riskieren sollen. Wo ist Alice? Sie hat sich versteckt. Kara, du hast uns gerettet. Wie können wir dir nur danken? Los, bevor sie dich sehen. Alice. Mutter. Ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich wollte euch am Busbahnhof treffen. Aber sie haben mich geschnappt. Los jetzt. Ich wollte gerade sagen, können wir das vielleicht später machen? Alter, da sind überall Soldaten, Jungs und Mädels. Oh, fuck. Kann ich dich... Guckst du weg? Guckst du weg? Danke. Oh, fuck. Anstrengend. Es ist echt anstrengend. Der guckt noch. Und der hat die erschossen, die Sau. So, und jetzt aber. Alter, der ist eigentlich viel zu groß, um sich zu verstecken. Wieso kommt er denn jetzt mit? Gut, dass wir jetzt nicht gelaufen sind. Ich wollte nämlich gerade. Komm, guck weg. Ja, geh weg. Komm, guck woanders hin. Ich muss zum Bus. Danke. Ah, fuck. Oh nein. Ein Kontrollpunkt. Wir haben Pässe, es sollte okay sein, aber man weiß ja nie. Vielleicht sollten wir lieber einen Umweg machen. Wir haben es eilig, der Bus fährt bald. Aber es wäre sicherer. Scheiße.
11 Minuten, 3 Minuten. Haha! Ja, fuck. Das schaffen wir nicht. Egal, wir gehen da jetzt lang. Wir wählen das jetzt. Komm, auf. Oh je. Ich mag keine Menschen mit Waffen. Sie machen mich nervös. Ach, wirklich? Bleib ganz ruhig, okay, Luther? Du tust nichts, bis ich es sage. Ausweis bitte. Ja, machen wir. Sie wissen von der Ausgangssperre? Zivilisten dürfen nur in Notfällen ihre Häuser verlassen. Wo wollen Sie hin? Ja, zum Bus. Nee. Meine Tochter hat bei einer Freundin übernachtet. Wir haben sie abgeholt. Wir sind auf dem Heimweg. Er ahnt etwas. Bleib ruhig. Es ist alles in Ordnung. Alles okay, Kleine? Sie zittert. Stimmt was nicht? Ah, gut, dass wir es angelassen haben. Ihr ist kalt. Wir müssen sie schnell nach Hause bringen. Sorry, Miss, wir müssen vorsichtig sein. Hier gibt es Abweichler und unsere Leute sind nervös. Gehen Sie schnell nach Hause. Danke. Das war's aber noch nicht, oder? Hey, Moment mal. Fuck. Er weiß es, Kara. Nein. Sie werden uns töten. Tu bitte nichts, Luther. Hörst du mich? Sie werden schließen. Nein, machen sie nicht. Sie werden alles töten. Nein. Du hast was verloren. Ha! Bitteschön. Danke. Ja, super. Hm? Mann. Wenigstens hat das geklappt. Wir melden uns live aus Detroit, wo Tausende von Androiden gerade durch die Straßen der Stadt marschieren. Oh no. Der Anführer der Abweichler, von ihnen Marcus genannt, ist an der Spitze des Marsches. Es passiert etwas in Detroit, Madam President. Oh, das ist die Stimme, muss ich gerade sagen, das ist die Stimme. Ich weiß nicht, wie der Synchronsprecher heißt, aber das ist die Stimme von... Oder warte mal. Ist das nicht Ghost von Call of Duty, Modern Warfare 2? Oder von Soap? Nee, ich glaube Ghost, tatsächlich. Ich glaube von Ghost. Alter, ich versteh's halt nicht, dass der schon wieder auf die Straße geht. Es ist das letzte Mal schon schief gelaufen. Und dass sie noch nicht abgeschossen wurden bisher. Das wundert mich jetzt wirklich, dass sie noch nicht abgeschossen wurden. Weil es ist ja... Keine Ahnung, das ist ja mittlerweile... Ja. Haben die ja... Keine Ahnung, ich raff's nicht. Detroit Home Run. Geil. So, wo sollen wir jetzt hin? Alter, die schießen doch gleich los. Es ist soweit. Der Moment der Wahrheit. Was soll ich denn? Oh, Scheiße. Kann ich nicht einfach halten? Ach so, jetzt weiß ich's. Ach, ich bin so doof. Ich habe das falsch verstanden. Die wollen ja nur friedlich sein. Das ist ja alles. Wir wollen keine Konfrontation. Wir protestieren hier friedlich. Ich wiederhole. Ergebt euch oder wir eröffnen das Feuer. Ich dachte, der fährt die jetzt um. Oh, shit. Es gibt kein Zug. Ich bin einfach mal ruhig.
Wir möchten, dass ihr alle Androiden aus den Lagern freilasst und sofort die Angriffe auf uns einstellt. Wir sind friedlich. Gewalt ist keine Lösung für uns. Aber wir gehen nicht, bis unsere Leute frei sind. Oh Mann. Oh Mann, nicht noch weiter vorgehen. Kommt schon. Ich will ja jetzt irgendwie kein Blutbad haben. Jetzt mal wirklich. Connor ist mir schon draufgegangen. Achso, ich darf weiterlaufen. Achso, Entschuldigung, ich hab's nicht gerafft. Ich dachte, da kommt noch was. Feuer! Hallo? Feuer! Oh nein. Was machen wir? Knien oder Hände heben? Das ist vielleicht ein besseres Statement. Wollt ihr auf unbewaffnete Demonstranten schießen? Zumindest ist das öffentliche Meinungsbild jetzt besser. Ja, Michael, wir sind weniger als 100 Meter entfernt und beobachten die aktuelle Entwicklung. Wir werden auch weiterhin live berichten. Joss Douglas, Kanal 16. Michael, zurück zu dir. Marcus, was machen wir jetzt? Wir halten durch. Solange wir können. Also, das lief besser. Oh. Busbahnhof. Der Busbahnhof. Wir sind da, Alice, geschafft. Ich bin mir nicht sicher. Der letzte Bus an die Grenze ist voll. Große Passagiere mit einem Fahrschein. Alle Abfahrten sind ab sofort bis auf weiteres ausgesetzt. Ja, Scheiße. Wir haben keine Tickets, sie nehmen uns nicht mit. Oh nein. Wir sitzen hier fest. Was machen wir jetzt? Finde Tickets. Ja, gut zu wissen, lustig. Finde Tickets. Wo soll ich denn jetzt Tickets finden? Müsste ich von jemandem abziehen. Aber ich weiß. Mein Mädchen, du! Oh nein. Du hast meine Tochter entführt! Tod! Security! Hier drüben! Uns auszuliefern bringt ihnen rein gar nichts. Sie wissen das. Sie haben Probleme. Und das hat nichts mit uns zu tun. Sie wollten Alice umbringen. Ich habe sie nur beschützt. Ach, komm schon. Als ihre Frau sie verließ, nahm sie ihre Tochter mit. Sie konnten das nicht ertragen. Und kauften sich einen Androiden. Ein neues, kleines Mädchen. Sie wollten sie lieben. Die Vergangenheit vergessen. Doch nichts konnte ihr Kind ersetzen. Ich wollte mir nur beweisen, dass ich ein guter Vater bin. Dass sie falsch lag. Aber ich habe es nochmal versaut. Sie hatte doch recht. Ich hatte sie nicht verdient. Ich vermisse meine Kleine. Du ahnst ja nicht, wie sehr ich sie vermisse. Gibt es ein Problem, Sir? Nein. Puh. Ich hab mich geirrt. Oh. Tut mir leid. Fuck, das war knapp. Mann! Viel Glück. Ah ja, danke. Jetzt brauchen wir aber erstmal Tickets. Aber ich habe wenigstens kein... hallo? Oh.
Oh Gott, das ist süß. So, lässt uns jetzt gehen. Lässt uns gehen. Perfekt. Danke. Okay, das war... Okay, das ist doof. Also das ist scheiße, dass jetzt dieser direkte Cut kam. Oder steht er hier? Ja doch, der steht da, okay. Aber trotzdem war... Ich fand den Cut jetzt ziemlich ätzend. So, was soll ich jetzt machen? Wo finde ich denn die Kack-Tickets? Bitte stillhalten. Hallo? Ja, das bringt nix. Ich glaube, Oliver mag dich. Ihre Tochter? Ja. Sie ist bezaubernd. Geschafft. Ich hab die Sandwiches. Deine Mutter weiß Bescheid. Dann mal los, bevor wir den Bus verpassen. Du hast die Tickets, ja? Ja, Liebling, in meiner Tasche. Gut, dann lass uns gehen. Nice. Das ist eins. Oder? Tut mir leid. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich war Scheiße, mir sicher. Das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was Sie passiert. Sie können nicht weg sein. Hast du auch genau nachgesehen? Sie waren in meinem Rucksack. Der Umschlag muss rausgefallen sein. Fuck. Verzeihung, Sie haben nicht zufällig einen blauen Umschlag gesehen, oder? Da drin sind unsere Bustickets und... Und was noch? Oh, ist schon gut. Ach, komm schon. Fuck. Ich befürchte halt, dass wir voll am Arsch sind, wenn wir es nicht machen. Das lag auf dem Boden. Oh. Danke, danke. Vielen Dank, Sie haben uns das Leben gerettet. Es tut mir leid, Alice. Es ist okay. Du hast das Richtige getan. Wir finden einen anderen Weg. Ach, Luther, komm schon. Ich will nicht zu nah an die ran. So, aber wie? Wie finden wir noch Tickets? Wo soll ich hin? Was kann ich tun? Danke. Kein Ding. Sicherheitskontrolle. Oh nein. Ausweis, bitte. Ausweis, ja, ja, natürlich. Lauft! Na los, Alice! Jetzt wirklich! Und das war dumm. Oh, krass. Oh, Gott sei Dank, ihr lebt. Oh mein Gott. Wir haben die Jericho-Razzia im Fernsehen gesehen. Ich hatte Angst, ihr wärt wegen mir getötet worden. Wie hast du uns gefunden? Ich wusste, wenn ihr es geschafft habt, seid ihr hier. Sie suchen in jedem Haus nach Androiden. Wir mussten weg, bevor uns jemand verrät. Was ist mit den anderen? Sie suchen an der Grenze nach Androiden. Aber ich habe einen Schmuggler gefunden, der sie über den Fluss bringt. Es ist riskant, aber es ist der einzige Weg. Möchtet ihr mitkommen? Ja, was denn sonst? Ja, wir kommen. Okay, steigt ein. Ich will ja nichts sagen, aber Luther ist gerade erschossen worden, gell? Und da wird keine Träne verdrückt. Weil, ich glaube langsam, das Spiel geht dem Ende zu. Jetzt mal wirklich. Ist das jetzt hier eigentlich mal durch? Weil ich müsste mal einen Cut machen, tatsächlich. Immer noch nicht.
So, wisst ihr was? Ich mache jetzt hier trotzdem mal einen Cut. Weil der Part geht schon sehr lange und ich muss mal, einfach mal einen Cut machen. Deswegen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Und dann hören wir uns wieder, wenn es weitergeht bei Detroit Become Human Part Nummer 32. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Haut rein.